Die Zwölfe zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Herokon Online. Wir sind in Andergast angekommen, wo ich jetzt außerhalb der Häuser schon alle Quests angenommen habe, die gingen. Und jetzt werde ich mal mich in den Häusern umschauen. So, hier haben wir schon mal keine. Schauen uns trotzdem ein bisschen was an. Hier schön ein bisschen Raucheffekt. Davon hoffe ich mir mehr, so ein paar Animationen. Vielleicht mal so eine Lampe, die durch den Wind schwankt oder das Wasser sich was bewegt. Okay, hier haben wir schon auf jeden Fall schon mal nichts. Ich denke mal, das war ein Badehaus oder sowas. Oder noch nichts. Wer weiß, ob da noch was kommt. Es könnte auch sein, dass ich mit Stufe 22 jetzt hier manche Quests gar nicht mehr kriege, weil die dann schon zu einfach wären für die Stufe. Das ist auch möglich. So, wo sind die nächsten Häuser? Gehen wir ganz nach Süden, würde ich sagen, machen wir hier so eine Kurve. Zur Sonne. Travia zum Gruße. Was kann ich euch bringen? Ongjagar. Frage ist, was hast du? Gepanschtes Bier. Ja, Wahnsinn. Speck, was kann das denn? Blutkuchen. Könnten so ein paar Mettwürstchen mitnehmen. Ja, 20 Stück nehme ich. Dankeschön. Zunft der Holzhandwerker. Ist auch nichts los. Königsburg. Ach hier, schön in Rot gekleidet. So war er ja auch abgebildet bei Satinas Ketten, was ich letztens durchgespielt habe. Das spielt hier auch in Andergast. Efferdan, der erste Zornbold. Tja, aber leider keine Quests, wie es aussieht. Ja, auch interessant, dass sie mich einfach hier zum König vorgelassen haben. Ah, ich freue mich auf Memoria. Das wird ja das nächste Point-and-Click-Adventure in der Welt des Schwarzen Auges. Habe ich mir schon vorbestellt, die Collector's Edition. Das kommt nächsten Monat am 30. raus. Das wird wieder richtig cool. Freue ich mich. Aha, ein neuer Questgeber. Großartig. Travia hat meine Gebete erhört und euch geschickt. Ich brauche dringend jemanden, der eine gefährliche Aufgabe für mich übernimmt. Und zwar geht es um die Beschaffung von Schinken, aber nicht irgendwelchen Schinken, sondern ganz besonderen. Damit steche ich die Konkurrenz seit Jahren aus. Nichts, aber auch gar nichts haben sie mir entgegenzusetzen, legt einen zufriedenen Gesichtsausdruck auf. Es handelt sich um die Hinterbacken von Ursus Perna Specialis, einer sehr seltenen Bärenart, die sich nur in Eichbarzhain befindet. Gemeinsam mit meiner Zubereitung lässt dieser Schinken Herzen höher schlagen. Bringt mir 20 Stück davon. Ich werde euch fürstlich entlohnen. Boah. Travia mit dir. 20 Bären umlocken. Na gut. Wieder so eine Farmquest. So, ich kann mal gucken. Da waren wir, da.
in den Ronda-Tempel und dann nach rechts. Oder erst hier hoch und dann rechts und den nicht vergessen. Und dann werden wir uns mal aufmachen, uns hier in der Gegend umzugucken, im Umland von Andagast. Tja, Ronda, schöne Löwin abgebildet. Willst du der Göttin spenden? Aber selbstverständlich, bitteschön. Knien wir uns nochmal kurz nieder. Kneel vor Sot. Möge sie mir beistehen. Aha, zwei Questgeber, sehr schön. Kampfseminar Andagast. Ah, das ist die Magierakademie. Für Kampfmagier. Lesen wir doch direkt mal hier was in dem Buch. Und so begab es sich, dass Hesinde, die Göttin der Weisheit, die Tochter eines Sterblichen gebar, welche Simada hieß. Gesegnet war das Kind mit dem Geiste seiner unsterblichen Mutter, doch verflucht mit dem Leibe einer Sterblichen. So lebte sie unter den Menschen und sah, welch Spiel die Götter mit den Sterblichen trieben, und ihr Schicksal dauerte sie. Da ob flehte sie die Unsterblichen an, den Menschen die Kraft zu geben, ihr Schicksal selbst zu bestimmen. Erhört wurde sie von ihrer Mutter Hesinde, der ewig jungen Zar und den Nebelmeister Fex. Doch wog deren Wort nicht schwer genug, und der Rest der Götter verschloss sich ihrem Flehen. So kam der Tag des Todes Mardas heran, in dessen Angesicht sie all ihre Kraft aufbot und die Sphären durchbrach. Mit ihrem Geiste zerschmetterte sie die Zitadelle der Kraft, in welcher das Element der Magie konzentriert war. Doch sie war sterblich und nicht stark genug, die Sphären zu vereinen. Die astrale Kraft ergoss sich über die Sphären und strömt seitdem frei durch die Welt. Nicht länger ein eigenes Element, aber geeignet, die Elemente zu verändern. Doch als der Götterherr Praios gewahrte, was Mada getan, da geriet er in großen Zorn, ob ihres Frevels, denn sie hatte dem Mysterium von Kaa, dem Weltengesetz, getrotzt. Er befahl Ingrim, einen Felsen zu schmieden und an den Himmel zu werfen. In jenem Felsen sperrte er die Hesinde-Tochter für alle Ewigkeit. Sie sollte sehen, was ihr Frevel angerichtet, und so muss sie jede Nacht auf Dere herabblicken, von ihren, also Dere ist der Planet, von ihren Felsen, derum Mardamal geheißen wird. Ihr Wächter über das ungehorsame Götterkind bestimmt er Fex, dem er die Macht über den Sternenhimmel gab. Doch glauben die Tulamiden, dass Fex der Vater Mardas sei, welcher bei ihnen der Gott über die Magie ist. Doch Mardas Geist und Wille sind nicht gebrochen. Sie lehnt sich gegen ihren Kerker auf, weshalb der Mond mal höher, mal niedriger am Himmel steht und eine unstete Bahn hat. Manches Mal gelingt es ihr sogar, dem Götterfürsten offen zu trotzen, indem sie sein Antlitz verdeckt und eine Verfinsterung der Sonne bewirkt. Solche kurzen Zeiten sind besonders geeignet für die Magie, die weiße wie auch die schwarze. Mancher Magier glaubt daran, dass Mada wiedergeboren werde, um die letzten Geheimnisse der Kraft zu enthüllen. Andere suchen den Stein der Mada, den letzten Brocken von der Zitadelle der Kraft, welchen Mada auf Dere herabschleuderte. Jener Stein soll in 1000 Splitter zerbrochen sein, die wir heißen die Madamanten. Wem es gelingt, die Splitter zu finden und zu vereinen, der soll Hesindes Weisheit und die Macht über die Kraft erlangen. Doch all jene, die durch Mardas Frevel die Kraft der Magie empfingen, werden von den Anhängern des Praios als Mada-Verfluchte bezeichnet. Denn sie sehen es nicht als Segen, sondern als Fluch, die Kraft in sich zu tragen. Auch glauben sie, dass aus dem Frevel Mardas nur weiterer Frevel erwachsen könne. Denn das Element Kraft ist in Unordnung geraten und nur Unordnung kann daraus erwachsen. Boah. Viel Text,
aber auch interessant. Stein der Marder gibt es auch ein schönes Büchlein zu. Schaut von seinem Novizen auf. Oh, ein Gast, entschuldigt, ich habe euch gar nicht bemerkt. Nun gut, wo ihr schon mal hier seid, ihr kommt mir gerade wie gerufen. Sagt, seid ihr bereit, Andergast vor einem großen Schicksalsschlag zu bewahren? Ja, klar doch. Finstere Vorzeichen und meine exakten Berechnungen führen mich zu der Annahme, dass sich die Macht der Niederhöllen in der Ruine Argenstein schon im Bälde manifestieren wird. Ich würde der Sache ja selber auf den Grund gehen. Doch ein altes Gebrechen aus Kriegszeiten plagt mich diese Tage. Nun, was sagt ihr? Das Schicksal Andergast liegt in euren Händen. Ja klar, mache ich das. Huch, ihr seid ja immer noch hier. Eilt euch, das Ende naht. Rondra zum Gruße. Na, das lässt sich doch schon mal... Hä? Das lässt sich doch schon mal nicht schlecht an. Okay. Ich suche jemanden für eine herausfordernde Aufgabe. Unsere stellvertretende Spektabilität, Argus Laus Eichwart, soll dem Bälde geehrt werden. Zu diesem Anlass gedenken wir ihm, ein besonderes Geschenk zu machen. Einen wahrhaft einzigartigen Kampfstab. Wir haben schon einige Elfen angetan, die willens sind, ihn in genau die richtige Form wachsen zu lassen. Stellt euch das mal vor. Nun brauchen wir aber noch das passende Material dafür. Vor kurzem wurde uns von einem Wanderer ein Holzsplitter zur Analyse gebracht, dessen Eigenschaften hervorragend zu unseren Plänen passten. Er erzählte, er habe ihn im Dämmerwald gefunden. Ein schimmernder Schrat hätte ihn verloren. Nun, wir hätten gern mehr von dem Holz, mehrere Äste, um genau zu sein. Wenn ihr uns so, sagen wir einmal, 10 davon bringen könntet, das wäre großartig. Bestimmt wäre unter denen einer, aus dem sich etwas machen ließe. Erklärt ihr euch bereit, die Aufgabe zu übernehmen? Ja, aber Rondra sicher mit dir. Doch. Ja, und auch mit dir. So, jetzt sind nur noch 2 Gebäude übrig. Dann hätten wir Andergast komplett die Quests angenommen, die bisher gingen. So, da müssen wir hin. Der rote Salamander. Tja, hier ist auch nichts los. Taverne Schwarz und Rot. Auch keine Quest. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier wieder einen Break. Die Zwölfe mit euch, nieder mit dem Namenlosen. Bis zum nächsten Video.